scheint auch neu hinzugekommen zu sein. Dotterschale. Können wir einmal kochen, okay. Leichenleib, verbotene Fleischpastete. Achso, das sind die Sachen. Nee. Glasierte Nüsse, dafür bräuchten wir mehr Paolo-Nüsse, vergessliche Nacht. Glasierte Fleischstücke. Die könnten wir machen, aber dafür bräuchten wir Obst. Das wäre sogar für Palegina ziemlich gut. Also klauen wir uns mal zwei Obst. Machen jetzt glasierte Fleischstücke für Palegina. Eine Honigweinhenne. Und für Maricodia brauchen wir Fischroggen. Panierter Jase. Bräuchten wir erstmal den Fisch dazu. Noch irgendwelche... Ein herzhaftes Frühstück vielleicht. Verfassung, Macht und Heilung erhalten für Maya wäre nicht schlecht. Oder gebratene Hackfresse. Verfassung, Entschlossenheit, Wirkungsbereich. Kappa-Tee, Matrosenbrei. Düsterbräu. Nö, machen wir mal ein herzhaftes Frühstück. Also brauche ich noch ein Obst. Ich sollte eh nicht ständig alles Obst hier reinwerfen. So. Jetzt können wir rasten. Dir wollte ich... nicht die gebratene Hackfresse geben, sondern... genau, glasierte Fleischstücke. Und das herzhafte Frühstück geht an dich. Und dann rasten wir schön am Feuerchen. Und es ist wieder alles gut bei beiden. Yes, absolutely. So, damit können wir auch das Gebiet wieder verlassen. Wo müssten wir dann eigentlich das Ding abgeben? Im Garten in der Schlangenkrone. Ja, auch gut. Das heißt, wieder ein Kopfgeld weniger für uns. Also ein Kopfgeld mehr, das wir kassieren können, besser gesagt. Das heißt, wir können jetzt hier rumfahren und dann das abklappern, ja. Die Königliche Todesfeuergesellschaft hat mit mir nichts, weil sie uns nicht für Piraten hält. Das ist gut. Deswegen wollen hauptsächlich Prinzipi, Sklavenhändler und so neutrale Piraten etwas von mir. Die Huana, die Todesfeuergesellschaft und die Valianische Handelsgesellschaft eher nicht. Weil ich unter Dürrwälder Flagge fahre. Und da ist mein Grog alle. Aber ja, es hat wenigstens meine Moral. Soweit geboostet. Und ja, hier scheint sehr viel offenes Meer zu sein. Und da hinten ist wieder ein Prinzipi-Kapitän. Wie gesagt, wenn der uns auch angreifen will, zieht er den Kürzeren. Der da. Gucken wir einfach mal. Und? Nö. Okay.
Du triffst zwei deiner Besatzungsmitglieder beim Spielen unter Deck. Ah. Du überprüfst die Fracht im Laderaum, als sie das Geräusch von Flüssen und gedämpften Lachen tiefer in die Dunkelheit zieht. Du läufst um einen Stapel Kisten und siehst Irina und Oswald, wie sie eine Runde Orlanerkopf spielen. Irina salutiert. Ahoi, Captain. Wir spielen gerade Orlanerkopf. Lust, eine Runde mitzuspielen? Was zur Hölle ist Orlanerkopf? Also, Captain, man schnitzt sich einen Orlaner in den Mast, so wie hier. Oswald grinst und zeigt auf eine grobgeschnitzte Figur mit ulkig großen Ohren und, der Nase eines Hasen. Dann wirft man Dolche darauf. Die Teile des Orlanos bringen unterschiedlich viele Punkte. Da manche schwerer zu treffen sind als andere. Die Nase zum Beispiel ist richtig viele Punkte wert. 250 Kupfer geben sicher. Fantastisch. Oswald tritt ein Stück zurück. Ich setze diese Runde aus, weil Geld ist mir doch zu wichtig. 250 Kupfer verloren. Irina kichert, holt einen Dolch hervor, hebt ihn hoch und zieht übermäßig lange, bevor der Dolch schließlich in Richtung des Orlanos segelt. Der Dolch trifft die Haut des Orlanos und Oswald kichert. Das wäre ein Punkt für Irina. Captain, denkst du, du kannst das überbieten? Ja, Irina zieht den Dolch heraus, schließt die Klinge am Hosenbein ab, bevor sie mit dem Griff voran in deine Hände weitergegeben wird. Du bist krank, Captain. Sehen wir mal, wie du dich gegen die fürchterlichen Orlaner schlägst. Sehen wir mal auf die Ohren. Ja, ein Treffer. Du steuerst den Dolch, welcher mit einem stumpfen Geräusch tief in das Ohr des Orlaners bohrt. Ein Treffer, Captain, das macht 7 Punkte für dich. Irina kichert, holt einen Dolch hervor, hebt ihn hoch und zieht übermäßig lange, bevor sie den Dolch schließlich in Richtung des Orlaners segelt. Dadurch trifft die Nase so nah an das Oswald Kicher. Das wären 10 Punkte für Irina. Captain, denkst du, du kannst das überbieten? Ja, ziehen wir mal auf die Nase. Okay, ich bin jetzt bei 12. Sie ist bei 11. Ah. Ja, ein Punkt für Irina, weil sie die Haut trifft. Wieder auf die Ohren zielen. Ja. Oswald reibt die Handflächen zusammen. Das Endergebnis lautet also 12 für Irina und 17 für den Captain. Sieht so aus, als hätte der Captain gewonnen. Ja, ein Seemannserfahrung für mich und einen für Irina. Irina lacht vor sich hin, schüttelt den Kopf und reicht dir die Geldbörse. Gutes Spiel, Captain. Danke. Nächstes Mal krieg ich dich dran. Alles klar? Jetzt sollten wir erstmal wieder auf unsere Posten. 5 Moral, das finde ich schön. Da sind wir jetzt wieder beim Maximum. Ja, man muss einfach mal auf seine Schiffsmannschaft eingehen. Vor allem, wenn man ihnen nur Schleimaal und Wasser vor die Nase setzt. Zum Glück kann Irina kochen. Ums Essen mache ich mir weniger Sorgen als ums Trinken, muss ich auch ehrlich sagen. Wobei ich sicherlich wieder Wasser hätte. Nein, habe ich schon alles da oben hin. Ja, den Reis behalte ich auch mal hier. Gab so viele Prinzipi-Flaggen und eine Obsidian-Flagge. Oh, eine neue kleine Insel. Ja, aber gut, die können wir dann auf dem Rückweg uns erkunden. Hier ist auch eine Insel, okay. Oh, eine Insel mit Obst und ein verlassenes Dorf und Wasser. Das ist eine gute Insel, weil hier ist nichts Kämpferisches drauf, aber dafür Vorräte, die wir brauchen können. Gerade Wasser und Obst. Ja, die kolonialische Vorpost. Der koloniale Vorposten vor dir ist so still wie eine Gruft. Auch wenn die Gebäude dort gut erhalten sind, siehst du dazwischen keine einzige lebendige Seele. Auf dem Platz dieses Ortes willst du ein Schild neben dem Überresten verkohlter Leichen. Es waren vor Krankheiten. Das Gebiet absuchen. Nichts vom Wert. Feuerseetang. Mhm. Reis. Und das war's. Okay.
wenigstens etwas. Da zieht ein Sturm. Den wir meiden sollten. Aber er zieht eher gen Norden, so wie der aussieht. Oder halt nördlich an uns vorbei. Naja, in einen Sturm segeln, das bringt uns nichts. Ich habe neue Orte entdeckt. Ja, den unterirdischen Tempel da. Und ich muss ja auch immer noch für Alof eine Spur zu dem bleiernen Schlüsselanhängern finden. Königliche Todesfeuergesellschaft. Und auch da ist noch eine kleine Insel mit etwas. Okay. Ich hätte große Lust, die Sklavenhändler zu verfolgen und die Sklaven zu befreien. Ich sollte mich wahrscheinlich auch öfter mit denen anlegen, weil ich habe auch nicht so das Gefühl, dass die Mannschaften gut besetzt sind. Vor allem, wenn sie angegriffen werden. Dass sie irgendwie was gefährlich, also dass sie großartig gefährlich sind. Ich habe ja da immer dann hätte dann eher die Hoffnung, dass die Sklaven die Chance nutzen und einen Aufstand vorbereiten. Oh, wir sind fast an fast bei Pococuhara angekommen. Ah, sehr gut. Du hörst, wie zwei Besatzungsmitglieder sich an Deck streiten. Ah. Ein Streit an Deck reißt sich aus dem sanften Schaukeln des Schiffs und den sanften blauen Weiten des Horizonts. Die Hälfte der Fische trieben auf dem Rücken, schreit Irina. Besser wir speisen den ganzen Fang weg, als dass sich die ganze Besatzung den Magen verdirbt. Die sahen doch ziemlich lebendig aus, als wir sie reingezogen haben, entgegnete Oswald mit wilden Gesten in Richtung des Fischhaufens an Deck. Fische sterben halt, wenn sie aus dem Wasser gezogen werden. Das haben sie so an sich. Was meinst du, Fenrir? Fenrir schnuppert am Fisch, hielt die Nase zum Fass und gibt dir mit dem Kopf einen warnenden Stupser. Irina seufzt. Fenrir hat anscheinend mehr zwischen den Ohren als manche unserer Seemänner hier. Ja, begutachten wir mal den Fang. Das macht bitte Maya. Mehrere Fische weisen verfärbte Schuppen und aufgeblähte Bäuche auf. Ausgeprägte Zeichen einer Krankheit. Es ist möglich, dass der faule Fisch die Besatzung krank machen könnte. Siehst du? Fragt Irina Osbald mit wenig erfreuter Miene. Willst du, dass wir alle Montezumas Rache bekommen? Also Durchfall. Ja, die Fische kommen zurück ins Meer. Ich setze nicht die Gesundheit der Mannschaft aufs Spiel. Das ist die weiseste Entscheidung, Captain. Irina nickt. Die beiden Besatzungsmitglieder kämen das Fass über Bord und die Fische zurück in die See. Ja, wie gesagt, Montezumas Rache, damit scherzt man nicht. Sturm. Gut, das heißt, wir segeln jetzt hier hoch. Zu den beiden und dann werde ich hier erstmal wahrscheinlich speichern und einen Cut machen. Wobei, wir können hier noch vor dem Dschungel anlegen, würde ich sagen. Hier so. Dann speichere ich jetzt. Das wäre jetzt dann LP035 mittlerweile. Gebe ich Leerzeichen hier? Nein. 035. Und ja, ich mache alles immer konform. Speichern. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wie wir zuerst den Dschungel untersuchen. Und dann den unterirdischen Tempel. Also, bis dann.